Wenn ich die Kaffeemaschine in Betrieb nehme, bevor, über Nacht sieht die so aus. Alles ist sauber, die Mühle ist aus, die liegen draußen. Ich kann mir das wieder hinlegen und die Milchaufschäumer sind noch in der Reinigungslösung. Heißt, das erste, was ich mache, ist, ich mache meine Kaffeemühle an. Danach nehme ich das Tablett und so, richte ich mir wieder hier vor, dass ich nachher schneller und beim Kunden arbeiten kann. Ich habe mir hier in das Kännchen Leitungswasser reingefüllt, dass ich für den Espresso die Gläser dazu richten kann. Dann habe ich die Milchkännchen, die ich entweder hier vorne hinstellen kann oder neben die Kaffeemaschine. Dann sind hier in der obersten Schublade die weißen Handtücher drin. Dann kommt eins hier hin, das kann ich auch leicht nass machen mit dem heißen Wasser. Und eins hier drüber, um die Siebträger nachher sauber zu machen. Jetzt muss ich nur noch die hier einmal ausleeren. Die Milchaufschäumer einmal durchpusten lassen. Und die Kaffeemaschine ist bereit für den Betrieb.